Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute vor allen Dingen für unsere weiblichen Zuschauer ein ganz spannender Gast. Der macht nämlich spezielle Wut-Power-Trainings explizit für Frauen. Und sind wir mal ehrlich, wer kennt das nicht, dass man ab und zu mal wirklich einen kleinen Flipper kriegt und denkt, meine Güte, da könnte ich jetzt direkt reinschlagen, aus ganzem Herzen. Also ich muss zugeben, ich kenne diese Situation auch. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit Christian darüber sprechen zu dürfen. Hallo Christian Heinrich Linde, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Dann muss ich direkt schon meinen Kampf stellen. Nein, alles gut. Ich habe da schon viel dran gearbeitet, aber ich kann mich noch dran erinnern, dass ich dieses Wut-Thema durchaus auch kenne. Ja. Also, und ich bin ganz gespannt, wie es überhaupt dazu kam. Also erklär mal bitte kurz, was du da überhaupt machst mit dem Wut-Training bei Frauen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es wunderbar und wertvoll, die Plattform und den Austausch mit dir, weil den lieben Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich auch dort draußen, die ich hiermit grüße. Ich denke, Wut ist ein großes Thema, auch in meinem eigenen Leben. Wie strukturiere ich meine Antwort? Also als Kind oder in der Vergangenheit hatte ich eben auch diese Wutanfälle, ich kenne es selber. Und wenn wir es wie du auch, wenn wir authentisch sind, dann sind wir am wertvollsten, am echtesten, am stärksten. Und ganz aktuell, ja, wie ist es dazu gekommen? Also meine liebe Frau und Partnerin Maria Aurora, die ich, wenn sie zuschaut, schaut natürlich zu, von Herzen grüße und ihr meine Liebe sende. Sie macht wundervolles Wirken für die Frauen oder Göttin. Ja, wir haben schon Interviews gemeinsam gemacht, Thema Weiblichkeit. Ganz genau. Und während dieses Wirkens sind natürlich ganz viele Klientinnen und Klienten gekommen und sie haben dann gesehen, wenn ich der Sport begleitet, mich irgendwie Sport machen gegangen und so weiter, haben gesagt, oh interessant, da komme ich mit. Also ich mache auch seit vielen Jahren Kampfsport mit dem zugehörigen Equipment. Das war eine Neugierde und es gibt ja keine Zufälle im Leben, weil was fällig ist, fällt zu. Ja. Und so sind wir darauf gekommen, weil in den Frauen oder in euch Frauen steckt eine enorme Power, aber eben auch, wie du gesagt hast, Wut. Und so habe ich Elemente aus dem Kampfsport, Boxtechniken, Thai-Boxtechniken, Prozessarbeit etc. Kombiniert, von den Kinderschuhen an, hätte ich fast gesagt. Und es fasziniert mich einfach. Es ist vielschichtig, es ist enorm berührend. Ja? Es fließen also auch wirklich Tränen, tiefe Prozesse. Es ist jetzt eben nicht nur das Physische, was auch unglaublich toll ist und tief geht. Also es ist jetzt nicht nur das Physische, was man von unzähligen Videos kennt, sondern es geht wirklich tief. Und das fasziniert mich und da diene ich von Herzen gerne. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt sagt, okay, man widmet sich jetzt seiner Weiblichkeit und geht dann wirklich in diesen Prozess und dann kommt ja auch gerade bei Frauen oft sehr viel Selbstvorwürfe, ich kenne da auch so Sätze wie nicht gut genug sein und wenn man dann hinter die Fassade schaut, steckt dann oft entweder, kann es sein, ein dominanter Vater oder Mutter dahinter, der einen doch immer versucht hat, eventuell klein zu halten oder gehorsam oder eventuell dann auch durchschlagen, eben in die Schranken zu weisen. Und dann, wenn dann so dieses kleine Kind dann mal rausplatzt mit dieser Wut oder eben auch, wir hatten es im Vorgespräch, es gibt natürlich auch Situationen, dass es Vergewaltigungen oder Gewalt von Männern gab, auch im Erwachsenenalter. Und da finde ich es jetzt wirklich interessant, von dir zu hören. Wie gehst du mit diesen Frauen um? Wie kommen die von deiner Frau dann dir eben übergeben? Wie startet ihr? Wie geht es da in den Austausch? Mhm. Und was passiert dann vor allen Dingen? Ja, ist natürlich super, super zusammengefasst, liebe Corinna. Also jetzt strukturiert. Und du hast jetzt auch die enorme Bandbreite, die es gibt, vom Positiven auch natürlich zum Negativen, wobei ich direkt dazu sagen kann, es gibt immer zwei Betrachtungsweisen im Leben. Also es gibt die Opferrolle. Mhm. Es ist ja auch tatsächlich so, wir sagen Vergewaltigungsopfer oder Opferschutz, was auch Sinn ergibt. Aber tiefer liegen gibt es natürlich auch die Interpretation, dass wir uns diese Dinge selber aussuchen als Seele, also um zu wachsen. Mhm. Aber ganz konkret,
Es gibt natürlich ein Vorgespräch, ein intensives Vorgespräch, wo wir das gemeinsam rausarbeiten, auch ein Ziel festlegen. Du hast dieses wirklich extreme Beispiel genannt, eben diese Situation nochmal nachzustellen. Da braucht es natürlich viel Achtsamkeit, also viel Gespür. Das wird dann also wirklich nachgestellt? Das haben wir in dem Fall, genau, das haben wir in dem Fall konkret nachgestellt. Wie gesagt, das ist natürlich ein extremer Fall. Es gibt, ich würde mal sagen, die Mehrzahl der Fälle, da sind sich die Klientinnen und die Frauen der Wut noch nicht so diffus, die ist irgendwo da. Und im Training, in der Aktion, im Setting selber kommt es dann plötzlich heraus. Manchmal dann kommen Bilder. Genau, okay. Es kommen Bilder, es kommt beispielsweise, es gibt zwei Pole. Es gibt auch welche, die sagen, nein, das kann ich jetzt nicht, weil ich ihnen die Möglichkeit gebe, mit der adäquaten Schutzausstattung, wie du sagst, auch wirklich buchstäblich auf mich loszugehen. Manche können das nicht, manche brauchen eine Unterstützung oder eine Hilfe, ja, indem ich dann beispielsweise sage, ja, wer war der Peiniger? Und plötzlich, du sagst irgendwie einen Namen oder sie schließt kurz die Augen, sie stellt sich das Bild vor und sagt, irgendeiner, niemand ist jetzt gut oder böse, aber in der Situation, es war der Onkel, der Vater, der Großvater, wer auch immer. Ja, und ich kann sagen, ich bin natürlich vorbereitet auch, ja, von den, aber ich bin natürlich also hundertprozentig fokussiert und trotzdem das ein oder andere Mal immer noch mal überrascht, was für ein Schub dann plötzlich kommt, wie eine Erlösung, wie eine Befreiung. Es geht eben darum, die Wut, wir kennen ja das Stichwort blinde Wut, blind vor Wut. Es geht weniger darum, das ist auch okay, also die Wut an einem Boxsack auszulassen oder von mir aus auch an mir, nur dann geht die Kraft weg, sondern das Ziel und die ungeheure Kraft der Wut, die Emotionen zu spüren, wirklich wie ein Luftballon, der sich aufbläst, aufbläst, aufbläst und der platzt dann nicht plötzlich, sondern er wird zu einem, ich sag's mal so, das Bild, der wird zu einem riesengroßen, wunderschönen Heißluftballon, den wir manchmal am Horizont sehen und sagen, wow, das ist alles in mir. Ja? Und ich nehme diese Wut und dann diesen wunderschönen Heißluftballon als Substanz, als Startpunkt, auch für Kreativität, für mein eigenes. Ich sage, wow, das ist in mir. Ja? Und das ist wirklich faszinierend, dass jetzt, sagen wir mal, in einer Frau, um irgendwas zu sagen, von 50, 55 Kilo Person steckt eine Power, dass sie wirklich Berge versetzen kann. Ja? Und die Wut dann eben einfach nicht nur rausprügelt, wie du es vorhin gesagt hast, wie wir das leider manchmal oder häufig auch im Alltag erleben, sondern sie zu spüren und ja, mit Hilfe von meinen Training, meinen Tools zu transformieren. Also hört sich für mich natürlich schon so an. Man kennt ja diese oberflächlichen Ratschläge, so schlag mal dein Kissen rein und schrei mal irgendwie im Auto. Aber das ist ja wirklich so, wie du schon sagst, völlig am Thema vorbei geschrien. Und du gehst jetzt wirklich mit den Frauen in diese tiefere Ebene, um zu gucken, wo ist der Ursprung der Verletzung. Also in Folge könnte ich mir natürlich vorstellen, dass wir uns auch Partner aussuchen, die uns dann immer diesen Knopf drücken und die Frau dann einen absoluten Ausraster kriegt. Der Mann steht völlig irritiert da, weiß überhaupt. Ja. Kennst du das vielleicht? Das kenne ich. Also wir sind ja ehrlich, ich kenne das aus eigener Anschauung, aus eigenem Erleben. Also ich hatte in der Vergangenheit auch meine Wutanfälle. Ich kenne das. Und jetzt gibt es eben, wie gesagt, zwei Betrachtungsweisen. Wir sind von Mustern, von, ja, ich hätte fast gesagt, nicht ein Opfer, aber wir sind natürlich geprägt von ganz vielem. Oberflächlich sagen wir, ja, der Vater hat geschlagen, der Sohn schlägt. Ja, okay, stimmt. Und dann gehen wir ein Stück weit tiefer. Das ist auch das wundervolle Wirken eben von meiner Frau. Das ist Prozessarbeit, das ist Family Constellation Work. Das also ist ganz vieles. Aufstellungsarbeit, ganz genau. So, es ist sehr komplex. Nochmal deinen Punkt rauszunehmen, liebe Corinna. Natürlich ins Kissen schlagen und in den Boxsack schlagen. Ich möchte es nicht in Bausch und Bogen verdammen. Es ist sicher wirklich besser, in den Boxsack zu schlagen, als in den Partner, keine Frage. Aber ja, genau. Ich gebe dir guter recht. Tipp für die Männer. Genau, ja, ja. Also vielleicht sehr kurz zusammengefasst, nicht die Männer, wir Männer, ich bin ja auch ein Mann, wir Männer neigen dazu, die Wut in Aggression, also der Klassiker, Wirtshausschlägerei oder leider auch
Gewalt von Männern gegen Frauen, was ich sehr, sehr traurig und schade finde. Und das ist auch einer der Hauptdrive oder meiner Motivationen, dass das nicht mehr passiert, sondern ja, in die Liebeskraft, hätte ich fast gesagt, transformiert wird, umgelenkt wird. Du hast mir das Stichwort genannt, tiefer reinzugehen, weil indem ich abends in den Boxsack schlage, lasse ich es nur raus, kompensiere ich, aber das Grund, ich hätte doch ja gesagt, dass die Wurzel ist noch nicht beseitigt. Mhm. Ja? Also damit ist ein Grundübel, ist jetzt nicht irgendwie nur ein Job, ein Muster, ein Programm, was ich mittrage, es ist noch nicht beseitigt. Ja? Und von daher sind auch viele, es gibt ja auch Anti-Aggressions- oder Anti-Wut-Training, ich sage deshalb Wut-Power-Training, ja, nicht nur als Wortschöpfung, weil Power wünschen oder brauchen wir uns alle eine positive Kraft, ja, Lebenskraft, dass ich sage, ah, daher kommt es her, ja, es kommt hoch. Und auch heute, ich bin da ehrlich, natürlich, ich bin ja nicht Mr. Perfect, also sprich, wenn Wut hochkommt, dann gehe ich genau da rein, umarme wirklich diese Emotion, sage so, oh, es ist wirklich so, bläst sich auf. Mhm. Und dann nutze ich diese Tools, und das ist faszinierend auch von den Klientinnen. Ich umarme dann diese Emotionen. Ich sage, okay, es sind nicht nur die Klassiker, verlass jetzt das Zimmer oder ja, die auch okay sind, sondern ich sage richtig, wow, ich gehe da richtig tief rein. Und das ist eigentlich die Transformationsarbeit. Mhm. Ja. Die auch natürlich es hat weiter diesen physischen Teil, also der ja nebenbei auch Tänzer und Boxer sind, die von allen wirklich am allerfittesten sind. Es ist auch ein unglaublich wirkungsvolles und effektives Fitnesstraining, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Mhm. Ja, du bist danach buchstäblich. Aber es ist noch interessant, auch dieser Begriff, ich gehe heute Abend ins Studio oder ins Boxtraining, nichts dagegen, aber ich powere mich mal aus, ja. Ja. Ich möchte mich ja nicht auspowern, wir möchten ja eigentlich in unsere Kraft kommen. Ja? Und das ist mir einfach, das ist meine Philosophie, nicht sich auszupowern, sondern in jeder Einheit, in jeder Bewegung Power zu gewinnen. Mhm. Ja, super. Also das Beste aus sich rauszuholen. Genau. Wenn jetzt die Wut transformiert ist bei den Frauen, was hast du aus deiner Erfahrung jetzt für Veränderungen in ihrem Leben gesehen oder in ihren Partnerschaften? Also auf was darf man sich denn freuen als Frau, wenn man diese Wut transformiert ja, hat? Ja. Oder der Mann. Kann ja auch sein, dass er dann sich auch freut, wenn die Frau natürlich die Wut transformiert hat. Also fundamental, jetzt habe ich gerade Wasser getrunken und das Wasser fließt so. Ich möchte mal so sagen, es gibt ja, glaube ich, dieses Schere-Stein-Papier-Spiel. Ja? Und wir denken immer sehr oft, keine Kritik, nur eine Beobachtung von mir, sehr oft auch aus dem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft ist so das Klischee, du musst oder du darfst der Mann, also stahlhart werden, Männer aus Stahl, ja, oder die Frau auch knallhart. Viele Frauen sind, ich sage jetzt leider heute, sehr stark vermännlicht, also in der männlichen Rolle, in der männlichen Energie. Und dann sind Mann und Frau, die sich eigentlich wünschenswerterweise ergänzen und verschmelzen sollten, sind dann eigentlich so gegeneinander. Mhm. Ja? So Stein gegen Stein, versteinert Stahl gegen Stahl. Und Wasser fließt und Wasser ist schon das weibliche Element. Und so möchte ich es mal zusammenfassen. Ich würde sagen, sie werden dadurch verständnisvoller, flexibler. Weil weich ist auch so, ja, weich, also der Mann darf kein Weichei sein. Die Frau darf sehr wohl wieder weich sein, sie darf weiblich flexibel sein. Es ist ein Stück Weisheit, dadurch, dass sie ihre eigene Wut transformiert, ein tiefes Verständnis für sich selber entwickelt. Für den Mann ist sie so in der Selbstliebe, dass sie, wenn wir jetzt so eine kleine Kampfszene stellen würden, dann ist es so, wie beispielsweise bei gewissen, nicht Kampfsport, sondern ist auch Kampfkunst. Sie ist eine Künstlerin. Der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst ist, sie wird eine Künstlerin. Sie geht damit um. Sie wird souverän und sie lässt einen Mann, der möglicherweise in dieser stumpfen Aggression ist, der sie beschimpft vielleicht oder sie ist verständnisvoll. Sie weiß, damit umzugehen. Sie liebt sich so und ist so in der Souveränität, dass sie ja, den Kampf vermeidet und das ausstrahlt. Und wenn sie einen Partner hat, der auch bereit ist, an sich wirklich zu arbeiten, tief zu schaffen, eben nicht nur, nochmal, ich möchte es nicht verurteilen, aber nicht nur ins Studio geht oder gegen den Körper trainiert oder sich ein paar Muskeln antrainiert, ist alles gut und schön, aber wenn er tief an sich arbeitet, dann ist meine Erfahrung, seid ihr Frauen ein Stück Vorreiterin und ein Stück weiser oder weiter. Mhm. Ja? Und der Mann denkt, wow, er ist dann im positiven Sinne beeindruckt. Mhm. Und er zieht mit, er arbeitet auch an sich.
Oder möglicherweise, ja, die Frau, ihr entwickelt euch weiter. Das sehe ich bei den Klientinnen. Ja. Ihr werdet nicht nur physisch stärker, schöner, angenehmer Nebeneffekt, aber ich würde sagen, Weisheit, ja, und wie das Wasser fließt, ja, und das ist so. Ja, voll schön zu hören, weil ich ja eben mit deiner Frau über das Thema Weiblichkeit gesprochen habe, in dem Sinn, wie wir uns wahrnehmen als Frauen und in unseren Veränderungsprozessen, finde ich es jetzt umso schöner, mal von dir als Mann zu hören. Wo siehst du die Veränderungen bei den Frauen in den Partnerschaften? Du hast ja auch durch deine Lebenserfahrung früher natürlich auch Frauen kennengelernt, in, sage ich mal, noch, die noch nicht in ihrer Weiblichkeit vielleicht waren oder die noch das sehr stark das männliche Prinzip gelebt haben, wie wir es gerade schon gehört haben. Was wünschst du dir für die neue Zeit der Partnerschaft und wo siehst du wirklich die Veränderungen in den Frauen? Mhm. Ja, also spontan, ich bin immer für Spontanität und Impulse. Mhm. Kam mir jetzt nochmal der Gedanke, also an meine Ahnen und Ahnen, auch an meine Großeltern, ja, darf ich sagen, eben berührt mich, wo sehr viel Kraft war, auch gerade bei den Frauen, bei meinen weiblichen Ahnen, bei den Männern auch. Und ich sage, vielleicht haben sie es so gewählt, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, es war sehr oft leider in dem Sinne ein Gegeneinander oder auch ein Drama, ja, mhm. Das kennt man. Und ich wünsche mir ganz konkret, was du gesagt hast, für die neue Zeit ein Miteinander, ja, aber nicht ein Miteinander in dem Sinne kitschig mäßig oder dieses Hollywood-Klischee Prinzessin und Retter. Also du redest jetzt von Partnerschaft. Partnerschaft, ja, genau. Okay. Auch wirklich, mhm. Also A, wirklich auf Augenhöhe. Mhm. Partnerinnen und Partner wirklich gemeinsam zu wachsen, ja, statt in dem Sinne, ich sag's ein bisschen hart, bisher das Drama, der sozusagen auch Abnutzungskampf, also auch in meinen Herkunftsfamilien, kann mich, macht mich innerlich immer noch traurig und ist ein ganz, ganz starker Driver, anderen Menschen zu unterstützen. Ich sage buchstäblich nicht zu helfen, weil das wie diese Hilfsbedürftigkeit. Ja, lehren. Genau, Inputs zu geben. In der neuen Zeit die Liebeskraft, also ja, miteinander und statt gegeneinander und Liebe statt Angst, weil ich heute auch weiß, dass es natürlich ganz, ganz viel Angst war. Dieser tägliche Überlebenskampf, also das Klischee, der Vater tagsüber, ich sag's jetzt mal, einen ungeliebten Job oder die Frau auch, und dann kommen sie abends nach Hause, ja, mit so einem Last auf den Schultern, ja, und sondern dass wirklich beide in ihre Balance kommen. Ja, Body, Mind and Soul, in ihre Balance und dann eigentlich das weibliche, sanfte Wasser quasi den männlichen. Das ist ja auch was Gutes, die männliche Stärke umspült, aber dass sie sich wirklich wunderbar ergänzen. Mhm. Ja. Welchen Prozess bist du als Mann durchgegangen? Wir hatten im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass du Anwalt bist, sag ich mal, warst in dem vorherigen Part und dann wirklich diesen Übergang. Welchen Prozess bist du durchgegangen für dich, um eben auch, ich denke, das sollte ja parallel laufen. Also wenn die Frau in ihre Weiblichkeit kommt, sollte der Mann ja auch schauen, verrate ich mein Herz jeden Tag oder was will ich überhaupt? Oder welchen Prozess, was ist da bei dir passiert? Mhm. Ja, so viel, da könnte ich jetzt auch ein langes Buch drüber schreiben und so viel Zeit. Nein, also to cut the long story short, ich sag natürlich eine Achterbahnfahrt, ganz klar, bin ich auch ehrlich, ist ein Prozess, der vorsichtig gesagt nicht einfach ist, also wirklich in uns zu schauen, weil wir Männer, oder ich rede jetzt von mir, sind natürlich auch Meister im Verdrängen, in dem Sinne Selbstlüge, im Ablenken, im sich, ja, ich sag's jetzt mal sehr trocken, mitlaufen. Das ist immer einfach in der Komfortzone. Da ist auch niemand schuld, wenn ich mich verkaufe. Dazu gehören zwei. Ein Prozess des Loslassens, durch die Ängste zu gehen, also Verlustangst, ja, gab schon die meine guten Freunde oder Kumpel, die gesagt haben, ja, wenn du jetzt nicht mitgehst, da mache ich meiner Frau wirklich bis an mein Lebensende ein Kompliment, dass sie da mutig vorangegangen ist. Und da gab es für mich zwei Möglichkeiten, zu sagen, Komfortzone, nee, mache ich nicht. Oder auf Deutsch gesagt, den Allerwertesten hochbekommen. Und ich sage, am Anfang war es schon mitgehen, bin ich auch ehrlich. Ja, mitgehen, was von außen viele gesagt haben, ja, der läuft jetzt hinterher, weil sonst ist die Frau weg. So sind wir strukturiert. Mhm. Aber auf diesem Weg war das eine ganz spannende Reise zu mir selber. Und die Facetten oder die Tiefe und auch eben diese innere Kraft
wiederzuentdecken. Ja, und das ist dann in die Gegenwart. Ich würde sagen, das war der Prozess von einem letzten Endes maskierten, blockierten und ja, ich darf mich da jetzt auch nicht selber verurteilen, aber in dem Sinne von einem Mitläufer. Und wir Männer sind natürlich auch, wir waren lange Patriarchen, also da wurden die Frauen unterdrückt. Und dann ist heute für uns Männer der große Challenge. Wer sind wir denn von den fünf Rollen? Ja, sind wir ein Mitläufer oder ein Entertainer? Wer sind wir? Zu der Authentizität zu finden. Das war der Prozess. Also vom maskierten und auch blockierten Menschen in die Substanz zurück. Aber der Weg, das darf ich natürlich auch sagen, Bange machen gilt nicht, der Weg, der ist natürlich auch nie zu Ende, dass ich sage, oh, jetzt bin ich irgendwie erwacht und toll, jetzt ist alles, sondern es ist dann, da ist schon der Sport auch ein guter, wie soll ich sagen, ein gutes Parameter, wenn man so eine Gegenstrom schwimmen, immer, ja, ich sage bewusst nicht gegen den, aber in Bewegung bleiben, offen sein, in der Substanz bleiben, darüber freue ich mich heute. Und tagsüber war es, war es eigentlich in dem alten Leben, war es eigentlich ein tagsüber, ich hätte fast gesagt, das ist jetzt nicht dramatisch, ist ja bei uns heute Komfortzone, war es eigentlich ein Überlebenspartnerschaft auch, Überlebensjob und so weiter. Und der Prozess ist hin zum Bewusstsein und zum Flow, auch zur Selbstliebe, zur Wertschätzung. Ich schätze jetzt enorm gerade diese Interview-Situation oder... Ja, das ist eine tiefe Dankbarkeit und Wertschätzung, auch meiner Partnerin gegenüber. Und früher, ja, das darf ich in der Ehrlichkeit sagen, wenn wir sagen, ja, ich liebe dich, aber was lieben wir wirklich am Partner? Ja? Dass sie meine Bedürfnisse befriedigt, mein inneres Kind heilt, das ist heute natürlich anders. Sondern heute ist es eine wunderbare Liebe auf einer Augenhöhe und eine Selbstehrlichkeit, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für die tollen, wahren Worte und ich freue mich auf noch mehr Männer, die diesen Weg gehen, weil ich glaube, die brauchst du jetzt natürlich auch, sonst stehen wir nachher auch da und finden keinen. Ja. Das ist natürlich auch blöd. Ja. Und schön, dass wir eben genau die Menschen auf dem Weg begleiten können. Vielen Dank für deine Arbeit. Ich danke dir, liebe Corinna, für die Plattform, für dein wundervolles Sein und für deine Zeit. Ja. Danke. Bis bald. Gerne. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind doch mal tolle Worte, wo die Reise hingeht in den neuen Partnerschaften. Ich hoffe, Sie konnten für sich was rausziehen. Ich auf jeden Fall und ich freue mich auf weitere Interviews. Schön, dass Sie heute da waren und bis bald. Tschüss.